Fenuku, es ist gefährlich. Geh nach Hause. Bayek, du bist zurück. Wo ist Chenzira? Er wollte sich die Schädel in der Hyänenhöhle ansehen. Aber die Hyänen kamen zurück. Ich bin hier entlang gerannt. Und Chenzira zur Gruft. Ein Glück, dass sie dich nicht verfolgt haben. Geh ins Dorf zurück. Ich finde deinen Bruder. Was? Muss ich es meinen Eltern sagen? Chenzira hat dir das eingebrockt. Also muss er mit ihnen reden. Geh jetzt. Wie ist er hier durchgekommen? Chenzira, geht es dir gut? Nicht zu glauben, dass du zurück bist. Du solltest hier nicht sein. Ich verstecke mich vor den Hyänen. Fenuku hat mir davon erzählt. Reicht es nicht, dich in Gefahr zu bringen? Musst du auch deinen kleinen Bruder mit hineinziehen? Aber es ist, seit Remo fort ist. Also schön, ich verstehe. Ich hol dich hier raus. Bayek, sieh nur! Was ist das? Das würde ich selbst gern wissen. Es muss sehr alt sein. Eines Tages werde ich lesen können, was da steht. Wie bist du reingekommen? Da lang, aber... Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Da lang, aber da sind die Hyänen. Bayek, ich will dir was sagen... Naja... Was ist denn, Chenzira? Das mit Remo ist meine Schuld. Sie haben gefragt, wo du bist, und ich dachte nicht, dass es jemanden schadet, wenn ich es ihnen sage. Bleib in der Nähe. Chenzira, keine Sorge. Du konntest nicht wissen, was sie tun würden. Jeder andere hätte genau das Gleiche getan. Naja... Hyäne! Chenzira, verstecken! Sie sind noch hier! Es ist sicher. Geh besser nach Hause. Bayek, darf ich dich was fragen? Nur zu. Könnte ich auch ein Magi wie du werden? Naja,
Du kannst damit anfangen, auf deinen Bruder aufzupassen, statt ihn in Gefahr zu bringen. Versprochen! Jetzt ab nach Hause. Oh.